Ich weiß nicht, ob alle von Ihnen wussten, was das Thema dieses Vortrags ist. Aus unerfindlichen Gründen erschien das Thema nämlich nicht auf unserer Broschüre, obwohl das eigentlich schon ganz lange feststand. Also auf diesem Faltblättchen zu unserer offenen Woche stand nur am Freitagabend ein Vortrag zu einem buddhistischen Thema. Und ich habe mich dann gefragt, so was Sie wohl erwartet haben, wenn Sie vielleicht auch gerade, wenn Sie zum ersten Mal hier im buddhistischen Zentrum sind. Und ich dachte, vielleicht haben Sie so ganz aufregende, exzentrische oder esoterische Themen erwartet, wie Reinkarnation oder Tantra oder ja, was Erleuchtung, also irgendetwas vielleicht ein bisschen exotischer klingt. Und vielleicht waren einige von Ihnen ein bisschen enttäuscht, als Sie gerade gehört haben, dass das Thema geben ist. Und vielleicht fragen Sie sich auch, warum ist das ausgerechnet ein Thema, was man auch in einer offenen Woche zum Thema von einem Vortrag macht? Das klingt noch nicht mal als was besonders Buddhistisches. Geben tun ja natürlich nicht nur Buddhisten. Und irgendwie das Thema Geben ist auch kein Kassenschlager. Erwartet man nicht unbedingt dann Riesenmengen von Leuten, die da sich für interessieren. Also vielleicht fragen Sie sich, warum wir das Thema ausgesucht haben. Dharmadipa hat es schon kurz erwähnt. Naja, die Antwort ist einfach, dass das Geben einer der ersten Schritte ist für jemanden, der sich entscheidet, eine spirituelle Reise zu machen. Und was ich meine mit einer spirituellen Reise, ist, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, sich selbst in seinem Menschsein zu erforschen, immer tiefer zu schauen und zu versuchen, sein höchstes Potenzial freizusetzen. Und das ist, worum es überhaupt im Buddhismus geht. Ja, wenn es überhaupt um irgendetwas geht im Buddhismus, dann darum, sich auf diese Reise zu begeben. Man könnte sagen, eine Reise nach innen oder wie man es auch nennen will, aber jedenfalls dieser Versuch, sich selbst zu verändern allmählich und sein Bestes freizusetzen, ja, sein höchstes Potenzial im Laufe der Zeit allmählich freizusetzen. Das ist, was Buddhismus in seinem Wesen ist. Und für diese Reise, diese spirituelle Reise oder diesen spirituellen Pfad, gibt es viele verschiedene Beschreibungen. Auch das hat Dharmadipa kurz erwähnt, dass es verschiedene Beschreibungen davon gibt. Und in manchen dieser Systeme wird ausdrücklich das Geben als der erste Schritt bezeichnet. Diejenigen, die schon ein bisschen über Buddhismus wissen, ja, wir haben ein ganz gemischtes Publikum. Viele wissen, kommen schon seit Jahren und viele sind zum allerersten Mal hier. Für diejenigen, die schon ein bisschen Vorwissen haben, kennen die Lehre der sechs Paramitas. Das ist eine Beschreibung des buddhistischen Pfades, die sechs Tugendvollkommenheiten, die jemand übt auf dem Pfad. Das ist eine Beschreibung von diesem Pfad der spirituellen Entwicklung. Und in diesen sechs Tugendvollkommenheiten ist Dana geben die erste der Tugenden, die geübt wird. Danach kommt Ethik und sowas wie Meditation kommt erst an fünfter Stelle, ja, an fünfter Stelle von sechsen, also ziemlich weit hinten. Und Geben ist an erster Stelle. Aber ob jetzt Geben ausdrücklich an erster Stelle genannt wird oder nicht, ja, in anderen buddhistischen Traditionen ist egal. Überall im Buddhismus wird Geben als eine ganz grundlegende Praktik betrachtet, als ein ganz grundlegender Aspekt aller spirituellen Übung. Und das ist auch ganz leicht einzusehen, weil wenn jemand sich für Spiritualität interessiert und Interesse hat, sich zu verändern, zum Positiven, so seine besten Seiten zu entwickeln, heißt das nicht, dass er sofort bereit ist, täglich zu meditieren. Das ist eine ganz schöne Verpflichtung, zu sagen, dass man täglich meditiert. Das ist anstrengend. Vielleicht ist auch nicht jeder, fühlt sich nicht jeder dazu berufen, irgendwelche alten Schriften zu studieren. Ja, und vielleicht finden es manche Menschen sogar schwierig, überhaupt einigermaßen ethisch zu leben. Das sind alles Praktiken im Buddhismus. Aber wenigstens ein bisschen großzügig sein, ein bisschen geben, das kann jeder. Ja, selbst wenn jemand sagt, ich kann nicht meditieren, ich schaffe es nicht mal ethisch zu sein, ich schaffe es nicht mal die ethischen Grundsätze einzuhalten, wenigstens ein bisschen großzügig sein, das kann wirklich jeder. Und im Mahayana, also in der späteren buddhistischen Tradition, wird sogar gesagt, wenn jemand nur großzügig ist, dann egal, was er sonst für ein Leben führt, ob er jetzt ein Schurke ist oder ein Dieb oder gar ein Mörder, solange jemand in der Lage ist zu geben, gibt es für ihn spirituell gesehen eine Chance. Solange jemand in der Lage ist, seine Hand zu öffnen und auf die Bedürfnisse eines anderen Wesens einzugehen, dann hat er eine Chance, spirituell gesehen. Und umgekehrt, wenn jemand noch so tugendhaft lebt nach außen, noch so ein vielleicht äußerlich religiöses Leben führt und, weiß ich nicht, täglich brav meditiert und alle Regeln immer einhält, aber nicht in der Lage ist, ein bisschen seine Hand zu öffnen, ein bisschen Großzügigkeit zu üben, dann hat er eigentlich zu dem Zeitpunkt spirituell keine Entwicklungschancen. Also ein Mensch, der nicht imstande ist zu geben, ist nicht imstande, sich spirituell zu entwickeln. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Ja, von all den vielen Tugenden, die es gibt, warum wird gerade das Geben so betont, dass so gesagt wird, das ist das, was entscheidet, ob jemand spirituell gesehen eine Chance hat? Warum ist das so wichtig,
wichtiger als viele andere Dinge, wichtiger oder grundlegender als Meditation und so weiter. Und um das klarzumachen, werde ich ein bisschen ausholen müssen. In einer ganz berühmten Lehrrede, wirklich berühmt, viele von Ihnen werden die kennen, hat der Buddha einmal gesagt, er sagte das so einer Versammlung von Mönchen, er sagte, so wie ihr Mönche, der große Ozean, nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Ja, das heißt, egal wo man Wasser aus dem Ozean schöpft, ob das jetzt an der spanischen Küste ist oder an der amerikanischen Küste, überall schmeckt der Ozean gleich, er schmeckt nach Salz. Und genauso kann man von der buddhistischen Lehre sagen, egal welchen Aspekt man sich jetzt rausgreift, ja, welche Methode oder welche der vielen, vielen Lehren, die es gibt, egal was man sich rausgreift, es hat immer mit Befreiung zu tun. Das ist das, worum es geht im Buddhismus, Befreiung. Ja, jede Lehre, jede Methode hat den Zweck, uns mehr und mehr zu befreien. Und zwar uns zu befreien von all dem, was uns bindet, von all dem, was uns fesselt, was uns eng macht, was uns daran hindert, unser höchstes Potenzial tatsächlich freizusetzen, was uns daran hindert, unser reines, strahlendes, inneres Wesen aufleuchten zu lassen. Alles, was uns daran hindert, davon soll die buddhistische Übungspfad uns helfen, uns zu befreien. Na, und was uns da fesselt, ja, wenn man dieses Bild weiterverfolgt von den Fesseln, von dem Gebundensein, was uns da fesselt, ist alles Mögliche. Also ich werde gefesselt von Stolz, von Eifersucht, von Angst, von festen Meinungen, die sind besonders gute Fesseln. Aber die buddhistische Tradition von all diesen verschiedenen Fesseln, inneren geistigen Fesseln, unterscheidet die oder stellt die buddhistische Tradition drei Fesseln ganz besonders heraus, als drei ganz grundlegende Fesseln. Und das sind Gier, Hass und Verblendung oder Unwissenheit. Ja, das sind diese drei großen Grundfesseln. Manchmal werden sie auch Geistesgifte genannt. Gier, Hass und Unwissenheit. Und manche Menschen kennen vielleicht, ganz bestimmt kennen viele von euch, das tibetische Lebensrad. Das heißt tibetisch, obwohl es eigentlich das auch schon zu Zeiten gab, bevor der Buddhismus in Tibet war. Das ist eine Zeichnung, die so ein bisschen darstellen soll, wie nach buddhistischer Ansicht unser Leben aussieht. Und es ist ein großes Rad, das sich unablässig dreht. Und diesem Rad sieht man so, wie Menschen auf und ab gehen in glückliche und in unglückliche Zustände. Ja, wie so eine Tretmühle, wie so ein Hamsterrad, was sich ständig dreht. Also dieses Zyklische, sich Wiederholende des Menschenlebens zeigen. Und in der Narbe dieses Rades, das, was dieses Rad ständig, beständig antreibt, das sind diese drei Gifte, symbolisiert durch drei Tiere. Ein Schwein, ein Hahn und eine Schlange. Diese drei Tiere drehen dieses ganze Rad des Lebens an, also des Lebens im Sinne von einem begrenzten Leben. Und diese drei Fesseln oder diese drei Gifte sind miteinander untrennbar verbunden. Und das ist auch leicht nachzuvollziehen. Also wenn ich etwas begehre, und ich meine wirklich begehre, leidenschaftlich begehre, dann werde ich automatisch alles hassen, was sich mir in den Weg stellt, zwischen mich und diesem begehrten Gegenstand oder dieser begehrten Person. Und warum ich es begehre, ist, weil ich glaube, dass dieses Ding mich glücklich machen wird und dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich dieses Ding oder diesen Menschen besitze. Ja, das ist die Unwissenheit, die damit verquickt ist. Also wir haben Gier, Hass und Unwissenheit, kommen immer zusammen, kommen immer im Dreierpack sozusagen. Und was mit Gier gemeint ist in diesem Zusammenhang, ist nicht einfach gesunde Bedürfnisse. Ja, die haben wir ja alle und das ist auch vollkommen normal und gesund. Es sind nicht gesunde menschliche Bedürfnisse gemeint, sondern es ist etwas, man könnte sagen, etwas Neurotischeres gemeint. Etwas, was uns wirklich bindet, was uns fesselt, was uns eng fühlen lässt. Ja, es ist, als wollten wir uns selbst gewissermaßen größer machen, indem wir uns etwas von außen einverleiben. Ja, wir fühlen uns nicht, wir haben das Gefühl, wir müssen irgendetwas an uns ranziehen, begehren etwas, weil wir das brauchen für uns. Wir haben das nötig. Es ist ganz ernüchternd, so das zu betrachten oder sich da selbst mal zu beobachten, wenn man in solchen Geistesverfassungen ist. Und dann sieht man, dass manche Dinge, wie zum Beispiel Liebe, was man Liebe nennt, manchmal gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat, jedenfalls nicht mit Liebe im buddhistischen Sinne. So dass das, was manchmal Liebe genannt wird, eigentlich eine sehr leidenschaftliche Liebe, vielmehr ein leidenschaftliches Begehren ist. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass man wirklich diesem anderen Menschen Glück wünscht oder Zufriedenheit, sondern man will ihn haben, man will ihn besitzen, man will ihn förmlich sich einverleiben.
Das klingt ein bisschen extrem, aber ich finde, unsere Sprache, die bringt das manchmal ganz, auch ganz witzige Weise zum Ausdruck. Das finde ich immer sehr amüsant, wenn Leute von ihrer anderen Hälfte sprechen, ja, in einer Beziehung. Also da ist irgendwie dieses, da habe ich mir jemanden einverleibt, das ist meine andere Hälfte oder gar meine bessere Hälfte. Oder diesen Ausdruck, ich habe dich zum Fressen gern. Ja, das, da kommt dieses sich einverleiben wollen ganz klar zum Ausdruck. Und das ist ein extremes Beispiel vielleicht, aber daran werden die Mechanismen von Begierde deutlich. Wenn ich etwas begehre, dann will ich es haben, weil ich es mir einverleiben möchte. Ich will es Teil von meinem Leben machen. Und wenn man noch tiefer hinschaut, noch mal ein bisschen tiefer schaut, dann kann man erkennen, dass diese Art von Begierde, also dieser Wunsch, sich etwas einzuverleiben, eigentlich dem Gefühl entspringt, nicht vollständig zu sein. Und das ist das Gefühl, dass ich nicht ganz bin, so wie ich bin. Irgendwie da fehlt was. Du hast so ein Gefühl, da ist ein Loch, das will ich stopfen. Ob das jetzt mit einem anderen Menschen ist oder einer neuen Beziehung oder einer Tafel Schokolade. Und Gier und auch andere Strategien sind Methoden zu versuchen, dieses Loch nicht mehr zu spüren oder dieses Loch zu füllen. Wir versuchen hier irgendetwas Festes und Haltbares zu bauen, was Bestand hat. Es ist so, als würden wir unser Ich, unser kleines, zartes Ich, als bedroht empfinden, als irgendwie unsicher, steht so in der Welt und ist nicht wirklich fest und unangreifbar. Und wir versuchen es fest und unangreifbar zu machen, indem wir Dinge uns einverleiben, die uns helfen sollen, dieses Ich aufzubauen. Einerseits, indem wir alles von uns abweisen, was dieses Ich bedrohen könnte, andererseits, also Gier und Hass. Und darin liegt unser tiefstes Missverständnis als Menschen. Ja, das, was uns so viel Leiden bereitet. Nämlich der Glaube, wir hätten hier etwas Festes und Starres, was wir überhaupt beschützen müssten. Also das ist dieser Glaube, dass wir ein Ich hier haben. Natürlich haben wir ein Ich, eine Persönlichkeit, aber dieser Glaube, dass wir etwas Festes, ein festes Ich hätten, das feste Grenzen hat und irgendwie abgetrennt vom Rest der Welt existiert. Und das lehrt der Buddhismus, ist eine falsche Wahrnehmung der Realität. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Der Buddhismus lehrt, dass alle Dinge, alle Phänomene ständig im Fluss sind. Ja, dass sie im unendlichen Raum ständig entstehen und vergehen. Ja, dass ein ständiges Werden und Vergehen ist. Und dass alle Dinge sich gegenseitig durchdringen. Nichts entsteht vollkommen unabhängig von anderen. Das ist eine sehr ökologische Sichtweise, könnte man sagen. Also alles ist im Fluss, alles ist ein Entstehen und Vergehen, ein gegenseitiges Durchdringen und es gibt keine harten, festen Gegenstände, die separat vom Rest des Universums bestehen. Und auch wir als Menschen sind eben in unserem innersten Wesen nicht fest und starr, da ist kein fester Kern, der sich nicht verändert. Sondern da ist, wenn man sagen würde, worin besteht unser Kern, wenn man ein Bild verwenden will, könnte man sagen, in uns ist eine vollkommen offene Dimension, die keinerlei Grenzen, keinerlei Definitionen duldet. Eine vollkommen offene Dimension. Und manchmal wird das in bildlicher Weise ausgedrückt mit dem Bild eines vollkommen wolkenlosen blauen Himmels, der sich in alle Richtungen ausbreitet, ja, nach oben, nach unten, in alle Richtungen. Ein vollkommen ungetrübter blauer Himmel, das wird gesagt, ist die Natur unseres Geistes oder unseres Seins. Und wer das wirklich begriffen hat, ja, und ich habe das nicht begriffen, ich kann darüber reden, aber ich habe das nicht begriffen, ja, ich habe es vielleicht intellektuell begriffen. Aber wer das wirklich begriffen hat, also wer diese Wahrheit erkennt, wirklich erlebt, der erlebt keine Trennung mehr zwischen sich hier und dem Rest der Welt. Ja, die Vorstellung, selbst diese Begriffe von Ich und anderen lösen sich auf, die verlieren ihren Sinn. Ja, und so jemand ist ein Erleuchteter, so wird das im Buddhismus genannt. Manchmal wird diese Vorstellung, ja, diese Lehre, dass wir kein festes Ich haben, wird manchmal ein bisschen falsch aufgefasst, wenn man das so hört. Also manchmal wird es so aufgefasst, als ging es darum, so sein Ich irgendwie abzutöten oder zu verneinen. Ja, ich habe keine ewige Seele, fast so ein Wunsch, dieses Ich abzutöten. Und ich glaube, es ist viel hilfreicher zu denken, dass dieses Ich nicht fest ist, sondern dass es sich immer weiter ausdehnt, immer weicher wird, immer offener und durchlässiger, dass unser Ich, unser Empfinden von uns selbst immer durchlässiger wird. Also immer mehr wie dieser leuchtend klare blaue Himmel. Und jetzt können wir den Bogen zurückschlagen zum eigentlichen Thema. Geben ist deswegen so wichtig, weil es hilft, diese Vorstellung von diesem festen, harten Ego oder Ich aufzulösen. Oder aufzuweichen wenigstens.
Es ist, als ob wir jedes Mal, wenn wir in der Lage sind zu geben, also jedes Mal, wenn wir in der Lage sind, auf die Bedürfnisse eines anderen Wesens einzugehen, würden wir jedes Mal so ein bisschen von diesen Mauern abbröckeln. Diese Mauern, die wir im Kopf und im Herzen tragen. Und dies sind diese Mauern, die wir irgendwann mal errichtet haben, sozusagen um ein Stückchen blauen Himmel, dass wir dann dieses abgegrenzte Stück nennen wir dann Ich. Ja, und jedes Mal, wenn wir geben, wenn wir nach außen schauen, ist es ein Blick jenseits dieser Mauern und ein Stückchen, wo diese Mauern aufgeweicht werden oder ein bisschen abgebröckelt werden. Und darum sind Geben, ja, und Dharmadipa hatte vorhin den Begriff, den altindischen Begriff dafür genannt, Dana, ist der Begriff für Großzügigkeit oder Geben. Deswegen sind Dana und Metta, der buddhistische Begriff für Liebe, sehr eng miteinander verwandt. Ja, sind sehr eng miteinander verbunden, Dana und Metta. Denn auch Liebe, also im Sinne von Metta, ist diese Fähigkeit, den Blick außerhalb unserer Mauern zu richten. Auf ein anderes Wesen, mit aufrichtigem Interesse für jemanden anderen. Uns in einen anderen Menschen oder ein anderes Wesen hineinzufühlen, Empathie zu empfinden. Die Bedürfnisse eines anderen wirklich wichtig zu nehmen. Und darum wird Metta auch die Befreiung des Herzens genannt. Das finde ich ein wunderschöner Ausdruck, zu sagen, Metta, Liebe ist die Befreiung des Herzens. Ja, und das fühlt sich auch tatsächlich so an, in meiner Erfahrung. Und wenn ich Metta empfinde, dann ist Großzügigkeit der natürliche Ausdruck davon. Ja, wenn man wirklich Empathie und Mitgefühl für einen anderen Menschen hat, dann hat man natürlicherweise den Wunsch, diesen Menschen auch zu geben. Und dann könnte man sagen, naja, warum ist da nicht Metta der erste Schritt auf dem Weg? Ja, wenn sozusagen aus Metta, aus Liebe automatisch der Wunsch entspringt zu geben, dann könnte man auch sagen, Liebe ist der erste Schritt auf dem Weg. Könnte man auch so sagen. Und es ist nicht umsonst, dass wir hier als eine der ersten Praktiken, wenn man hierher kommt, die Metta Bhavana unterrichten. Das ist eine Meditationspraktik, die eben der Entwicklung von Metta, von Freundlichkeit und Liebe dazu beitragen soll. Das ist eine Meditationspraktik, in der wir versuchen, allmählich eine Haltung von wirklicher Offenheit, Freundlichkeit, Liebe uns selbst und allen anderen Lebewesen gegenüber aufzubauen. Aber jeder, der vielleicht schon eine Weile die Metta Bhavana praktiziert und vielleicht auch sowieso jeder, der sich ein bisschen genauer beobachtet, weiß, dass es Momente gibt, wo Metta, wo die Befreiung des Herzens nicht so recht gelingen will. Man vielleicht auf dem Meditationskissen sitzt und versucht, Metta zu empfinden, wo sich diese Mauern besonders dick und hart anfühlen und überhaupt kein echtes Interesse an anderen aufkommen will. Das ist sicherlich eine Sache, die ich kenne, und ich denke, jeder, der die Metta Bhavana länger als eine Woche praktiziert, kennt dieses Gefühl wahrscheinlich. Das heißt, es gibt Momente, wo wir vielleicht nicht in der Lage sind, wirklich Liebe oder Metta zu empfinden, aber selbst dann sind wir immer noch in der Lage zu geben, ohne Metta zu empfinden. Ja, man könnte sagen, unsere Hände lassen sich leichter lenken als unser Herz. Unser Herz ist sehr eigenwillig. Unser Herz lässt sich auch lenken, aber die Hände lassen sich noch ein bisschen leichter lenken. Ja, also es ist leichter zu geben, als Liebe zu empfinden. Also ein bisschen Freigebigkeit ist einfach immer möglich, vollkommen unabhängig davon, wie wir uns fühlen oder wie unsere Verfassung ist. Und jeder noch so kleine Impuls zur Freigebigkeit, jeder Moment, wo wir in der Lage sind, freigebig zu sein, zu geben einem anderen, ist ein Augenblick, wo wir anfangen, diese Mauern weiter aufzuweichen. Ich hoffe, dass aus dem Gesagten klar wird, dass das nicht verblüffend kommt, wenn ich jetzt sage, dass es sich bei Großzügigkeit oder Dana oder Geben nicht um nur ein schönes Ideal handelt, sondern um was ganz Praktisches, um eine ganz praktische Übung. Also es geht nicht darum zu denken, ach, wie schön wäre das, wenn doch alle Menschen großzügig wären, oder ach, wie schön wäre das doch, wenn ich mich großzügiger fühlen würde. Also es ist nicht nur so eine nette Idee, wie eine bessere Welt aussehen würde, sondern es ist eine ganz praktische Übung, die jeder, der das möchte, Tag für Tag üben kann. Das heißt, man braucht nicht zu warten, bis man sich freigebig fühlt. Ja, es ist leicht, ab und zu fühlt sich jeder von uns mal richtig von ganzem Herzen großzügig und dann gibt man auch. Aber wenn man sich wirklich entscheidet, Dana als Praktik, als Übung zu sehen, dann muss man nicht warten, bis einen sozusagen Großzügigkeit überkommt. Und dann macht man das auch, sondern man kann wirklich sie richtig kultivieren. Man kann es wirklich eine Art Dana-Training versuchen aufzunehmen. Und das ist genauso wie bei anderen Trainings. Ja, wenn ich versuchen will, irgendein sportliches Training zu machen, wenn ich meine Muskeln aufbauen will, dann muss ich das regelmäßig tun und nicht nur dann, wenn mich gerade die Lust überkommt. Ja, oder ich lerne Klavier, das
seit anderthalb Jahren. Und wenn ich nur üben würde, wenn mich gerade die Lust überkommt, wenn ich mich gerade musisch fühle, dann würde ich da nicht sehr weit kommen. Das heißt, ich übe täglich, ob ich mich jetzt so fühle oder nicht. Und genauso ist das mit einem Dana-Training oder mit Dana als Übung, geben als Übung. Es ist wichtig, es regelmäßig zu tun, bewusst zu tun, mit einer gewissen Disziplin. Und natürlich geht das manchmal gegen den Strich. Man könnte sagen, gerade deswegen tut man es ja. Denn unsere natürliche Tendenz ist nicht das Geben, sondern ich behaupte das einfach mal so, unsere natürliche Tendenz ist das Nehmen. Natürlich gibt auch jeder ständig was oder jeden Tag was. Ja, man könnte sagen, Geben und Nehmen gehören zum Leben dazu. Man könnte sogar poetisch sagen, Geben und Nehmen gehören zum Leben dazu wie Ein- und Ausatmen. Aber eigentlich stimmt das nicht so ganz. Ein- und Ausatmen sind viel unkomplizierter als Geben und Nehmen. Und obwohl Geben und Nehmen zum Leben beide dazugehören, kann man trotzdem sehen, dass irgendwie das Nehmen einem, das ist fast wie so der primäre, unsere primäre Gewohnheit, unser primärer Instinkt. Das ist unser natürlicher Bezugsrahmen, ist ein ziemlich egoistischer, behaupte ich jetzt einfach mal so. In der Regel ist unser Bezugsrahmen sehr ich-zentriert. Es ist so, als wäre das Nehmen unser natürlicher Instinkt, während das Geben vielleicht eher eine bewusste Bemühung erfordert. Man könnte vielleicht so weit gehen, sogar zu sagen, Nehmen ist angeboren und Geben ist erlernt. Ich weiß nicht, ob das metaphysisch haltbar ist, aber es ist zumindest so als Motto oder als Arbeitshypothese ganz nützlich. Und wenn Sie diese Sichtweise vielleicht negativ finden und denken, das ist ziemlich pessimistisch, die Sicht, die ich habe, dann kann man ja, können Sie ja vielleicht mal versuchen, sich wirklich einfach selbst systematisch zu beobachten. Und zum Beispiel in einer Situation, wo ein Vorschlag gemacht wird. Ja, kennen wir alle, vielleicht eine Situation auf dem Arbeitsplatz, wo jemand einen Vorschlag macht. Oder meinetwegen ein Vorschlag oder eine Entscheidung, die getroffen wird in der Kommunalpolitik. Das Erste, was man tut in der Regel, wenn man diesen Vorschlag hört, ist, sich sofort durchzuscannen, was bedeutet das für mich? Was springt für mich dabei raus? Das ist das Erste. Und an zweiter Stelle kommen dann vielleicht mehr so Erwägungen für das Allgemeinwohl. Die kommen dann auch, klar, aber die kommen meistens nicht an erster Stelle. An erster Stelle kommt, was habe ich davon, von diesem Vorschlag? Ist das für mich vorteilhaft oder nicht? Muss ich dagegen ankämpfen oder nicht? Also sicherlich funktioniert mein Geist so und ich glaube nicht, dass nur mein Geist so funktioniert. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass Ihr Geist auch so ähnlich funktioniert, das nicht irgendwie zu verdammen oder sich deswegen Schuldgefühle zu machen. Es ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, ich denke, Menschen sind einfach erstmal ganz egoistische Wesen. Das ist unsere Natur, wenn wir nicht an uns arbeiten und uns spirituell entwickeln. Also ich denke, es nützt nichts, irgendwie zu denken, oh, ich bin ein furchtbarer Egoist und ich bin ein schlechter Mensch. Wir sind alle erstmal Egoisten. Und dafür braucht man sich nicht zu schämen, aber wenn man will, kann man es ändern. Ja, wir müssen nicht so bleiben und es gibt Seinsweisen, die wesentlich befriedigender sind als Egoismus. Wenn man sich also für diese ganz bewusste Übung von Geben entscheidet, dieses ganz bewusste Training, so diesen Dana-Muskel zu trainieren, dann heißt das, dass man immer wieder ein Gegengewicht setzt zu dieser natürlichen Tendenz zu nehmen, diese natürliche Tendenz zu gucken, was springt für mich raus, immer wieder ein Gegengewicht zu setzen, jedes Mal, wenn wir großzügig sind. Also jedes Mal, wenn uns das gelingt, großzügig zu sein, setzen wir dieser Tendenz zu Gier ein bisschen was entgegen. Und wenn man das regelmäßig tut, dann heißt es, dass man das allmählich, dass das immer leichter fällt, dass das zu einer positiven Gewohnheit auch wird. Und das ist sicherlich auch meine Erfahrung. Geben wird allmählich selbstverständlicher. In der buddhistischen Tradition wird sehr viel über Geben gesprochen. Es gibt ganz, ganz viel Literatur zum Thema Dana. Und in den Schriften, in den alten Schriften, wird das Thema unter verschiedenen Aspekten behandelt. Und ich werde im Folgenden einfach mich an diese traditionelle Behandlung des Themas erstmal halten. Ein Stück weit jedenfalls. Und in den Schriften wird Dana unter den Aspekten behandelt, wem gibt man? Was gibt man und wie gibt man? Und dann auch noch, warum gibt man, aber dazu habe ich ja schon einiges gesagt. Also als Erstes, wem gibt man? Wem kann man geben? Idealerweise könnte man sagen, wenn man mit der idealen Situation anfängt, idealerweise ist Großzügigkeit eine Haltung, die man uneingeschränkt der Welt entgegenbringt. Das heißt, unterschiedslos allen Lebewesen, ohne Unterschiede zu machen zwischen Freund und Feind. Ja, es ist genauso wie Metta, also Liebe, eigentlich eine Haltung ist, die unterschiedslos ist, die ausgestrahlt wird, ohne Unterschiede zu machen. Soweit ist das Ideal.
Buddhismus ist aber nicht nur, hat nicht nur sehr hohe Ideale, er ist auch sehr pragmatisch und sehr realitätsnah. Das ist was, was ich persönlich am Buddhismus sehr schätze, dass er einerseits von den höchsten Idealen spricht, andererseits aber absolut bodenständig ist. Das ist jedenfalls, wie ich es wahrnehme. Wirklich, ja, das ist das Ideal, Großzügigkeit der ganzen Welt gegenüber, aber damit kann man natürlich nicht anfangen. Ja. Und deswegen nennen die Schriften drei ganz konkrete Zielgruppen für Großzügigkeit. Und die erste ist, sehr praxisnah, die Menschen, die einem am allernächsten stehen. Da fängt Großzügigkeit an. Und in der Regel sind das unsere Familie und unsere Freunde. Also je nachdem, wer uns persönlich am allernächsten steht. Dort fängt Großzügigkeit an. Also geben fängt zu Hause an. Es scheint so Fälle zu geben von Menschen, die so außer Haus sehr berühmt sind oder so einen guten Ruf haben, dass sie sehr freundlich und großzügig sind und zu Hause werden sie eher als so kleine Tyrannen wahrgenommen. Und wenn das so ist, dann ist da irgendwas ein bisschen zweifelhaft an der Sache. Wahrscheinlich ist dann die Großzügigkeit doch ein bisschen aufgesetzt. Also ich denke, wenn Großzügigkeit da ist, echte Großzügigkeit, dann fängt die hier und jetzt zu Hause an, da wo ich wirklich am meisten bin. Also im engsten Umkreis. Und normalerweise fällt es da auch am leichtesten. Ja, diejenigen von uns zum Beispiel, die Kinder haben, wissen, dass es relativ leicht fällt, den eigenen Kindern eine Menge zu geben. Also wenn man so zusammenzählt als Elternteil, als Mutter oder Vater, was man so im Laufe der Jahre sein Kind an Geld, an Zeit, an schierer Energie, an Kraft, an Geduld schenkt, so viel wäre man kaum bereit, irgendeinem anderen Menschen zu geben. Und das ist natürlich, das ist ganz gesund. Aber für Buddhisten fängt Großzügigkeit zwar zu Hause an, aber sie hört nicht zu Hause auf. Ja, die Betonung ist auf dem Verb. Sie fängt zu Hause an, sie hört nicht da auf. Und manchmal ist im Buddhismus vom Nicht-Anhaften die Rede. Ja, dass man versucht nicht in seiner Liebe zum Beispiel für eigene Kinder oder für andere Menschen um einen herum, dass man versucht nicht anzuhaften. Also sich nicht übermäßig an Menschen zu binden oder an sie festzuklammern, nicht abhängig zu werden. Und das wird manchmal, glaube ich, missverstanden. Weil ich denke, manchmal denken Menschen, es geht darum, so diese natürlichen Regungen zu unterdrücken, wie zum Beispiel ja Mutterliebe oder Vaterliebe oder ja die Liebe zum Partner, zum sexuellen Partner. Und ich denke, im Buddhismus geht es nicht darum, diese natürlichen Regungen zu unterdrücken, sondern es geht darum, sie zu universalisieren. Also es geht nicht darum, dass die falsch sind, sondern dass das, was Leiden verursacht, wenn es sich auf einen einzelnen Menschen richtet, ja, wenn meine Liebe sich ausschließlich auf einen oder auf wenige Menschen richtet, dann wird mir das Leiden verursachen. Aber wenn das gleiche Gefühl sich ausbreiten kann und auf mehr und mehr Menschen ausgedehnt werden kann, dann ist es eine Quelle großer Freude. Ja, und das ist im Grunde genommen auch, was wir in dieser Meditationspraxis tun, der Metta Bhavana. Wir fangen an mit der Liebe für uns selbst, ja, ganz im ganz pragmatischsten, da wo wir sind. Wir fangen an mit Selbstliebe. Und dann fangen wir an, im nächsten Schritt diese Liebe auf jemanden zu richten, der uns sehr nahe steht, den wir gerne mögen. Und von dort aus gehen wir dann immer in weiteren Kreisen hinaus, bis dann alle Lebewesen in diesen Kreis von Metta einbezogen werden. Also das ist das gleiche Prinzip. Und es gibt eine traditionelle Reflexion, die einem dabei helfen soll, eben diese natürlichen Regungen, die man für wenige hegt, auszuweiten auf mehr Menschen. Ich finde die persönlich sehr berührend und sehr schön. Ich wollte sie einfach deswegen erwähnen. Buddhismus geht, wie wahrscheinlich die meisten wissen, davon aus, dass man nicht nur einmal lebt, sondern dass unser Bewusstsein schon zahllose Leben durchlaufen hat und das auch weiter tun wird. Und wenn man sich vorstellt, dass unser Bewusstsein seit undenklich langer Zeit auf Wanderschaft ist, ja, einfach jetzt mal als Gedankenspiel, auch wenn Sie daran nicht glauben, dann kann man sich vorstellen, dass jedes Lebewesen, ja jeder von ihnen ist irgendwann einmal meine Mutter und mein Vater gewesen und mein Kind. Und ich finde das persönlich eine ganz, ganz berührende Vorstellung, ob man nun wörtlich daran glaubt oder nicht. Aber einfach diese Vorstellung zu verwenden, irgendwann einmal in dem ganzen großen Verlauf, wo wir alle durch zahllose Leben immer weitergewandert sind, ist jeder von uns mal für den anderen Mutter und Kind gewesen oder Vater oder Schwester oder Bruder. Und das ist eine Betrachtung, ja, die ich sehr schön finde und die buddhistische Meditierende auch manchmal einsetzen, um eben zu versuchen, ihre Gefühle auszuweiten auf mehr Wesen. Wenn Sie nicht an Wiedergeburt glauben, dann können Sie es vielleicht trotzdem, kann Sie inspirieren, einfach als eine Art von imaginativer Übung, ob Sie jetzt da im wörtlichen Sinne dran glauben oder nicht. Also Großzügigkeit fängt zu Hause an, im engsten Umkreis.
Die zweite Gruppe oder Zielgruppe von Großzügigkeit, die die Schriften nennen, sind, könnte man sagen, die Bedürftigen. Das heißt, es wird gesagt, die Armen, die Kranken und die Hilflosen. Und ich denke, dazu brauche ich wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ich denke, jeder von uns weiß, dass es ganz viele, viele Möglichkeiten gibt, Leid in der Welt durch Großzügigkeit zu lindern. Ja. Ob man das jetzt durch finanzielle Spenden macht an eine der zahlreichen Organisationen, die sich dafür einsetzen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die sich dafür einsetzen, Leid zu lindern. Ob das jetzt Dritte Welt-Organisationen sind, die gegen Hunger und Armut kämpfen, oder Amnesty International, die hervorragende Arbeit leisten in ihrem Kampf gegen Folter oder ja auch sich in dem Kampf für politische Gefangene. Oder Organisationen hier in Deutschland, die sich vielleicht für die Belange bestimmter Gruppen von Menschen einsetzen, weiß ich nicht, krebskranke Kinder oder was. Oder das Rote Kreuz, was in Kriegsgebieten Einsätze leistet. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man möchte, einfach zu versuchen, ein bisschen beizutragen, Leid in der Welt zu lindern. Im Buddhismus ist auch ausdrücklich in dieser Kategorie sind Tiere eingeschlossen. Das ist ein bisschen anders als in den semitischen Religionen. Tiere, also es geht wirklich um alle Lebewesen, nicht nur um Menschen. Ja, man kann natürlich außer Geld, kann man seine Zeit und seine Energie, seine Arbeitskraft solchen Organisationen zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist eine sehr positive Sache. Und abgesehen von dem Organisierten kann man natürlich einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und einfach gucken, wo vor Ort vielleicht Hilfe nötig ist. Und ein Bereich, der immer wieder auch mal angesprochen wird, ist, wie viele Menschen, wie viele alte Menschen in unserer Gesellschaft leben, die unglaublich einsam sind, die einfach ihren Ehepartner verloren haben und die alleine leben und sehr, sehr vereinsamt sind. Und vielleicht einfach mit offenen Augen durch die Nachbarschaft zu gehen und zu merken, vielleicht ist im Nachbarhaus so jemand und ich kann versuchen, das ein bisschen zu lindern, nämlich irgendeine Form von Kontaktknüpfe. Ich denke, früher gab es so dieses Netzwerk von Nachbarschaftshilfe. Das ist ein bisschen aus der Mode geraten. Ich denke einfach deswegen, weil Menschen viel öfter umziehen und viel mobiler sind und dadurch die Wohnsituationen viel anonymer geworden sind. Aber eigentlich denke ich, ist das eine prima Sache, Nachbarschaftshilfe. Die dritte Kategorie von Menschen oder Wesen, denen wir etwas geben können, sind, also die ausdrücklich genannt werden, sind jene, die ein vollzeitreligiöses Leben führen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnter. Also traditionell waren das eben die Mönche und die Nonnen, also die spirituellen Lehrer. Vielleicht gibt es hier nicht so viele Mönche und Nonnen heutzutage, aber vielleicht könnte man sagen, um das so zeitgemäßer auszudrücken, dass man helfen kann zu geben, dass spirituelle Werte in der Welt weiter erhalten werden und weitergegeben werden und gelebt werden. Ich denke, so könnte man das zeitgemäß interpretieren. Und ich denke, dieses Zentrum ist ein Beispiel dafür. Dieses Zentrum trägt sich zu mehr als der Hälfte aus Spenden, von großzügigen Spendern aus unserer Gemeinschaft hier. Das heißt, offensichtlich die Menschen, die ihr Geld und ihre Zeit und Energie zur Verfügung stellen, um dieses Zentrum so anbieten zu können, wie wir es haben, machen das wohl, weil sie davon überzeugt sind, dass dieses Zentrum, ja, dass die Impulse, die von diesem Zentrum ausgehen, einfach zum Guten in der Welt beitragen. Und das wäre ein Beispiel für diese dritte Kategorie von Geben. Dann, was wird gegeben? Ja, das, wem wird gegeben, ist klar. Was wird gegeben? Ja, da kann man wieder anfangen. Im Prinzip kann man alles geben. Alles, was man überhaupt besitzen kann, kann man auch geben, kann man auch teilen, großzügig sein. In den Schriften werden da 6 Gruppen von Dingen genannt, die man geben kann, von denen ich eigentlich nur die ersten 2 näher besprechen möchte. Das erste ist ganz offensichtlich wahrscheinlich, das alleroffensichtlichste ist, man kann Materielles geben, materielle Dinge. Und eine Weise, wie man das machen kann, abgesehen von dem, was ich schon gesagt habe, dass man hilft, Leid in der Welt zu lindern, ist, man kann Geschenke machen. Einfach in seinem Umfeld Geschenke machen. Und Schenken ist ein fester Bestandteil aller menschlichen Gesellschaften, denke ich. Das gehört zu den Umgangsformen dazu. Überall auf der Welt gehört Schenken zu den Formen, wie man Zuneigung zum Ausdruck bringt und Freundschaft zum Ausdruck bringt. Ich denke, die meisten Kulturen kennen wahrscheinlich Feste, die so ausdrücklich dem Schenken gewidmet sind. Feste, wo man einander was schenkt. Ja, bei uns wäre das Geburtstage und Weihnachten. Und ich denke, man sollte sowas nicht unterschätzen. Also ich denke, Weihnachten ist bei vielen Leuten ziemlich aus der Mode gekommen. Irgendwie viele Leute können Weihnachten nicht ausstehen. Und ich kann das auch verstehen, weil es ist
sehr viel Konsumterror in der Zeit, es ist ungeheuer kommerzialisiert. Das heißt, ich kann verstehen, warum viele Leute eine Abneigung gegen Weihnachten entwickelt haben. Aber irgendwie finde ich es trotzdem schade, weil es eine Gelegenheit ist, einfach zu schenken. Ja, und gerade mit Weihnachten kann man auch beobachten, wie so vielleicht ein ursprünglich positiver Gedanke, nämlich einander Freude zu machen oder die Zuneigung zum Ausdruck zu bringen, indem man sich was schenkt, wie das immer mehr sich verändert. Also für viele Leute ist Weihnachten eher Stress. Die haben dann so eine Liste von Leuten, die muss man durcharbeiten und dann kann man sie abhaken. Und ja, es gibt dann sogar so Gedanken, dass man denkt, ich hoffe, sowieso wird mir nichts schenken, weil dann muss ich denen ja auch was schenken. Das ist so eine ganz komische Mentalität, so dass man versucht, quitt zu sein. Ja, man muss irgendwie, das kommt nicht mehr aus einem inneren Überfluss oder aus einem inneren Wunsch zu schenken, sondern aus so einer leidigen Arbeit, die man da absolvieren muss. Und dann gibt's viele Familien, wo dann Leute vereinbaren, wir schenken uns dieses Jahr nicht. Das muss aber dann eine beidseitige Vereinbarung sein. Nicht, dass der eine dann doch was schenkt, dann ist der andere in seiner Schuld. Also ganz komische Sachen, die da ablaufen. Gerade erst vor einer Woche hat mir eine Freundin was erzählt, was ich ganz amüsant fand. Und zwar sagte sie, dass in ihrer Familie so eine Regel aufgestellt wurde, dass jeder ungefähr im Wert von 50 Mark schenkt. Ja, dann haben alle nicht die Nöte, ist das jetzt zu viel oder zu wenig, ist das Geschenk zu groß oder zu klein. Ja, ist so ein klarer Deal, du schenkst mir was 50 Mark, ich schenke dir was für 50 Mark. Und ich finde das total merkwürdig. Diese Person fand das auch sehr merkwürdig, aber sie hielt sich dran. Ja, es ist einfach eine sehr seltsame Auffassung von Schenken. Es ist wirklich, eigentlich ist es ein Tausch, nicht wahr? Man könnte das dann fast per Banküberweisung erledigen. Und ich beobachte immer öfter, dass Schenken seltsame Formen annimmt. Dass das irgendwie wir verlernen, anmutig Geschenke zu machen. Also ich erlebe immer öfter, zum Beispiel bei Geburtstagen, dass Menschen sich nicht die Mühe machen, ein Geschenk zu machen, sondern man entscheidet, jeder gibt 5 Mark oder ihr gibt 10 Mark und dann kauft man irgendwas zusammen. Und das kann manchmal auch sinnvoll sein, wenn es ein großes Geschenk ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach so eine Art, das Thema leidig und schnell vom Tisch zu haben und jeder hat auch gleich viel gegeben und nur einer muss sich die Gedanken machen, was man von dem Geld dann kauft. Und so diese Idee von so Sammelgeschenken habe ich letztens sogar bei einem Kindergeburtstag erlebt, wo meine Tochter eingeladen war, dass dann die Mütter jeder irgendwie so und so viel Mark zusammenlegten. Einer ging zu Ikea und die Kinder gingen mit leeren Händen zum Kindergeburtstag. Ich habe mich ausgeklinkt. Ja, also ich denke, das ist eine verpasste Chance, einfach das Schenken zu zelebrieren, einfach die Freude zu haben, zu überlegen, was möchte ich diesen Menschen geben? Und das muss ja nicht irgendwas unbedingt Teures sein, aber einfach die Freude, sich zu überlegen, was möchte ich geben? Und die Freude, es vielleicht selbst zu verpacken und selbst zu geben. Also fast so ein positives Ritual, was dadurch verloren geht, durch solche Arten und Weisen damit umzugehen. Es gibt natürlich, muss man sagen, auch die umgekehrte Tendenz, also die Tendenz sozusagen, das ist mein Geschenk, mein ganz besonderes Geschenk. Ja, und ich hoffe, sie freut sich wirklich darüber und wenn sie sich nicht freut, bin ich tödlich beleidigt, weil es war mein Geschenk und ich habe es mit ganz, ganz viel Sorgfalt ausgesucht. Ja, das wäre das gegenteilige Extrem, dass man so viel von seinem Ego in dieses Geschenk reinlegt, dass der Geschenkte eigentlich in großen Nöten ist, wenn er das Ding nicht mag, was man ihm nun da gegeben hat. Ja. Also das gibt es, dass dann jemand fragt, wenn es mir letztens passiert, und hast du die Creme schon benutzt, die ich dir jetzt geschenkt hatte? Also es war ganz klar, es ist mir wichtig, dass ich weiß, dass du das auch benutzt. Ja, oder das habe ich auch bei Verwandten miterlebt, dass dann ein Geschenk muss einen Ehrenplatz bekommen, sonst ist der Schenkende ein bisschen beleidigt. Also ich denke, Schenken ist was Schönes und ist eine Kunst und ist was ein bisschen Mühe erfordert und ich bin bestimmt nicht die Beste darin. Aber ich denke, es ist etwas, was sich lohnt, vielleicht mehr zu pflegen, auch in kleinen Dingen. Und mein Lehrer Sangharakshita hat lange Zeit im Osten gelebt und er hat sehr viel darüber gesprochen, wie also gerade in Asien, auch eben auch in der buddhistischen Gemeinschaft, wo er war, aber überhaupt auch in Asien, diese Tradition des Gebens und des Schenkens viel mehr verankert ist vielleicht als bei uns hier im Westen. Er hat immer wieder erzählt, was für eine überwältigende Großzügigkeit er von Menschen erlebt hat. Ein besonders extremes Beispiel, von dem er erzählte, war ein burmesischer Freund. Und bei dem musste man sehr, sehr aufpassen, weil immer wenn er sagte, oh, das ist aber hübsch, dann sagte der sofort, ja, hier nimm's, kannst du haben. Und dieser Mann war ganz arm, der war furchtbar arm, also der war nicht reich. Und Sangharakshita lernte auf die Dauer ganz, ganz vorsichtig mit seinen Äußerungen zu sein, weil wenn er dann ihm auch was angeboten hat, dann musste er das auch annehmen. Es war absolut außer Diskussion, so ein Geschenk abzulehnen. Das wäre ganz, ganz schlechter Ton gewesen. Und er beschrieb, wie dort in der tibetischen Gemeinschaft eben auch ständig so ein Fluss von Geschenken hin und her ging. Er sagte,
sei vollkommen undenkbar gewesen, überhaupt zu jemandem zu Besuch zu gehen, ohne irgendwas mitzubringen. Und die Leute waren arm, das waren Flüchtlinge, ja, in Nordindien. Die waren wirklich arm. Und trotzdem, man würde nie zu einem Haus von jemandem anders gehen, ohne irgendein kleines Geschenk mitzubringen. Und Sangharaj hatte den Eindruck, dass dann auch die Geschenke immer weitergegeben wurden, dass es so einen Pool gab und die Dinge wurden dann immer von einer Hand zur anderen weitergereicht. Es ging einfach mehr um den Akt, was zu geben, um die freundliche Geste, was zu geben und nicht so sehr darum, dass der andere es dann unbedingt haben oder behalten musste. Und ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Ethos, denke ich, der in einer spirituellen Gemeinschaft auch vielleicht mehr zum Tragen kommen kann. Eine Geschichte, die er erzählt, hat mich auch berührt. Da erzählte er, dass er bei einem, ich habe vergessen, wer es war, aber es war wohl ein buddhistischer Mönch, der auch bettelarm war, der besaß fast nichts. Sangharaj war bei ihm zu Besuch, war bei ihm und wir hatten ein langes Gespräch. Und als er sich dann verabschieden wollte, wollte dieser Mann ihm irgendetwas schenken. Und er hatte nichts. Er hatte nichts außer den Kleidern an seinem Leib und den Dingen des absoluten täglichen Lebensbedarfs. Und was er dann gemacht hat, er hat so eine Gebetskette, die Tibeter sie benutzen, ja in lang, in einem Maler genommen, hat eine der Perlen ihm geschenkt. Und diese, eigentlich sind die Perlen abgezählt, es sollen eigentlich immer 108 sein. Und da, weil er nichts anderes hatte, aber er wollte unbedingt etwas geben als Abschiedsgeschenk, hat er eine Perle davon rausgelöst und hat gesagt, das ist ein wertvolles Geschenk, weil auf dieser Perle habe ich viele Hunderttausende von Mantras gesagt. Und das fand ich eine ganz berührende kleine Szene aus den Memoiren von Sangharakshita. Und ich denke, buddhistische Länder, traditionell buddhistische Länder im Osten und vielleicht überhaupt Asien, nicht nur buddhistische Länder, überhaupt Asien ist berühmt für seine Gastfreundschaft. Das habe auch ich teilweise erlebt, als ich vor vielen Jahren da gereist bin. Menschen sind unglaublich gastfreundlich. Wir sind auch gastfreundlich, aber wir haben eine viel engere Etikette. Man geht nicht einfach irgendwo unangemeldet hin, schon gar nicht zur Essenszeit. Ja, oder auch gar nicht, um ein paar Tage zu bleiben. Und in Indien ist das durchaus möglich. Da sind Gäste willkommen, auch um längere Zeit zu bleiben. Das ist wirklich, wirklich überwältigend. Und Sangharakshita erzählt auch, dass in manchen Familien es wirklich die Leute sich zu einer Gewohnheit machen, immer mehr zu kochen, als wie viele Leute da sind. Also wenn, es wird immer für mehr Leute gekocht, als da sind, weil es könnte jederzeit ein unerwarteter Gast auftauchen. Oder es könnte ein Bettler vorbeikommen, für den muss man dann auch was haben. Es ist einfach diese ständige Haltung, zu denken, oder könnte jemand sein, dem könnte ich noch was geben, also koche ich mal besser mehr. Das ist wirklich eine Übung, nicht wahr? Und ich denke, gerade so, was das Thema Gastfreundschaft betrifft, können wir uns so hier in Westeuropa wahrscheinlich ein bisschen was abgucken von vielen anderen Kulturen, die sehr viel gastfreundlicher sind, als wir das sind. Gut, sonst will ich nichts mehr sagen. Es gibt sehr vieles im Hinblick von materiellen Dingen, die man geben kann. Man kann es sich wirklich zur Gewohnheit machen, freigiebiger zu sein mit tatsächlichen Dingen, materiellen Dingen, die man gibt. Das Zweite, was in der buddhistischen Tradition gesagt wird, was man geben kann, das ist ein bisschen ungewöhnlicher, deswegen wollte ich darüber auch ein bisschen was sagen. Und zwar wird gesagt, das ist Furchtlosigkeit. Man kann Furchtlosigkeit geben. Und ja, man könnte sagen, dass Angst eine sehr starke Kraft in vielen Menschen ist. Ja, jetzt nicht unbedingt immer eine Paranoia oder eine ganz ausgeprägte Angst, aber in schwächeren Formen oder Ausprägungen, einfach ein Gefühl von latenter Unsicherheit ist in vielen, vielen Menschen da. Oder ein Gefühl von einem latenten Misstrauen dem Leben gegenüber oder anderen Menschen gegenüber. Oder eine leichte Besorgtheit im Hintergrund. Das ist was, was viele Menschen erleben. Und Angst wurde auch mal als die große Zeitkrankheit schlechthin beschrieben. Und wie kann man Furchtlosigkeit geben? Das ist natürlich die Frage. Mag sein, dass Furcht eine Krankheit ist, aber wie kann man Furchtlosigkeit vermitteln? Ich denke, hauptsächlich kann man das durch die eigene Ausstrahlung machen, indem man selbst lernt, furchtloser zu sein. Indem man selbst lernt, mehr Vertrauen ins Leben zu haben, kann man das durch seine Haltung anderen auch vermitteln. Ich denke, das kann eine große Wirkung haben, wenn jemand wirklich ausstrahlt, dass er ein Vertrauen ins Leben hat. Ich denke, als Erwachsene können wir sicherlich dazu beitragen, wenn wir Kinder haben, dass unsere Kinder furchtlos aufwachsen, indem wir ihnen einerseits keinen Grund geben, vor uns sich zu fürchten, ob das ist jetzt, dass sie physische Gewalt oder alle möglichen psychologischen Formen von Gewalt fürchten brauchen. Und andererseits, indem wir ihnen eben auch durch unsere Haltung vermitteln, dass man ein Vertrauen ins Leben haben kann. Einfach eine allgemeine Haltung von Zuversicht und Selbstbewusstsein. Und ein anderer
Ding, die mir einfiel, als ich darüber nachdachte, wie man Furchtlosigkeit auch weitergeben kann, ist ein Bereich, den ich persönlich sehr schätze. Ich mache das nicht selbst, aber ich bewundere die Menschen, die das tun, ist Hospizarbeit oder Arbeit mit Sterbenden. Ich weiß, es gibt einige in unserer Gemeinschaft, die das machen. Und denke, wenn jemand stirbt, dann begegnet er natürlich der absolut tiefsten Angst, die man überhaupt haben kann, der Todesangst. Und man kann niemandem diese Angst einfach abnehmen, auch wenn man bei ihm ist, nicht. Aber einfach indem jemand es wagt, bei einem Sterbenden zu sein, authentisch da zu sein, ja, ohne irgendwie den Starken zu spielen, einfach authentisch da zu sein, den Sterbenden nicht allein zu lassen. Ich denke, das kann die Angst lindern zumindest. Ja, das setzt natürlich voraus, dass man sich der eigenen Angst stellt, die da unweigerlich auch hochkommt. Dass man der Erfahrung des Leidens, die ja dann ganz, ganz stark da ist, dass man der nicht ausweicht, sondern sich ihr stellt und mit der eigenen Furcht einfach da sein kann. Und das an sich, denke ich, hilft, Furchtlosigkeit auch zu vermitteln. Andere Dinge, die in den Schriften erwähnt werden, aber dazu sage ich wenig, ist, dass man Kultur geben kann und geben sollte, dass man gelegentlich sogar sein eigenes Leben hingeben kann. Das ist aber nicht so praxisnah, deswegen wollte ich dazu nicht so viel sagen. Dass man Verdienste geben kann, auch darüber sage ich nichts. Und das Letzte ist, dass die höchste aller Gaben, die nach buddhistischer Auffassung man jemandem geben kann, ist die Lehre, die buddhistische Lehre. Und zwar, der Buddhismus ist der Überzeugung, dass alle materiellen Dinge oder alle psychologischen Dinge, die man geben kann, letzten Endes nicht absolut glücklich machen können. Ja, man kann jemandem noch so viel materiell bieten, noch so viel psychologisch vielleicht bieten, es führt nie zu völligem dauerhaften Glück. Ja, so ist das Leben einfach nicht. Das Einzige, was wirklich zu dauerhaftem Glück führt, ist, wenn man sein Herz von allen Fesseln befreit hat. Und das kann man nur, wenn man einen Weg spiritueller Übung geht. Und deswegen ist das Geben dieses Weges und das Anbieten dieses Weges gilt als die größte Gabe. Dann sprechen die buddhistischen Schriften darüber, wie man geben sollte. Also nicht nur wem und was, sondern auch wie. Und das ist vielleicht so ein Aspekt, den man eher außer Acht lässt. Ja, man denkt, was gebe ich und wann und wie viel? Wie viel vor allem. Aber wie gebe ich? Und ich lese einfach vor, was die Schriften so dazu sagen, ohne sehr viel dazu zu kommentieren. Es wird gesagt, dass man höflich und freundlich geben sollte. Also dass man ohne Verachtung gibt. Ja, selbst wenn man einem Tier sein Futter vorsetzt, sollte man das höflich tun. Dass man mit Freude gibt, das heißt nicht mit einem finsteren, grimmigen Gesichtsausdruck. Dass man schnell und zügig gibt, ja, ohne langes Zaudern. Einfach schnell und zügig. Dass man nicht widerwillig gibt, also nicht so, als hätte man einen dazu genötigt zu geben. Naja, ich gebe mal, wenn es unbedingt sein muss. Und dass man versucht, später keine Reue zu empfinden, wenn man großzügig war. Das ist schwer. Dass man darüber keine großen Worte verliert. Ja, dass man nicht das an die große Glocke hängt. Ich habe was ganz Tolles da gemacht. Dass man gibt, ohne zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Ja, so dass man nicht nur denen gibt, die einem angenehm sind, sondern auch denen, die einem unangenehm sind. Das ist was Schweres. Und dass man angemessen gibt. Das heißt, auch wenn wir spontan geben, und es ist gut, sich anzugewöhnen, spontan zu geben, dass man trotzdem nicht blind gibt, sondern dass man wirklich guckt, was braucht diese Person wirklich. Und nicht, was will diese Person, sondern was braucht diese Person. Und für mich war das lange Zeit ein Dilemma, als ich anfing, wirklich Geben mir zur Praxis zu machen, wirklich zu versuchen, nicht so lange nachzudenken, sondern einfach zu geben, wenn Situationen auftreten. Dann hatte ich immer dieses Dilemma in der Innenstadt, wenn Drogenabhängige mich um Geld gebeten haben, weil ich wollte auf der einen Seite spontan einfach diesen Menschen antworten, wirklich an ihm, das ist ein Mensch, der ist in Not, der bittet mich, gib. Auf der anderen Seite im Wissen, dass das Geld für Drogen ausgegeben wird. Und ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht mehr tue, weil ich denke, das ist nicht wirkliches Geben im höchsten Sinne, weil ich denke, es tut dem Menschen nicht gut. Aber was ich immer noch versuche, ist, wenn ich Nein sage, das wirklich in einer respektvollen Weise zu tun und vielleicht auch, indem ich meine Gründe erkläre. Also nicht nur einfach weggucken und schnell vorbeigehen, bloß den Blickkontakt meiden, dass er mir auch nicht fragt, sondern sich, na, das mache ich auch manchmal, aber zu versuchen einfach, großzügig in der Haltung zu sein und trotzdem vielleicht zu sagen, aber Geld möchte ich nicht geben aus den Gründen. Ich denke, aus all dem, was ich gesagt habe, ich lasse jetzt erstmal die traditionellen Schriften hinter mir,
ist offensichtlich, dass Dana oder Geben nicht nur einfach ein Übertragen von Besitz ist. Ja, es geht nicht nur darum, dass sich der Besitz in Besitz den Besitzer wechselt, sondern dass es um eine Haltung geht, eine Haltung dem Leben und anderen Menschen gegenüber. Oder eine Seinshaltung, eine Herzenshaltung. Und gleichzeitig ist es eine praktische Übung. Es ist beides. Eine allgemeine Grundhaltung dem Leben gegenüber und eine praktische Übung. Die allgemeine Haltung drückt sich im praktischen Tun aus und dieses praktische Tun hilft uns, diese Haltung zu entwickeln. Ja, und ich wollte einfach noch ein paar Dinge nennen, die in dieser traditionellen Liste einfach überhaupt nicht auftauchten und wo ich dachte, das sind einfach so praktische Weisen, wie man Tag für Tag ständig geben kann. Und ich dachte zum Beispiel an den ganzen Bereich von Kommunikation. Also einfach, wie reden wir mit anderen Menschen, wie kommunizieren wir mit anderen Menschen? Zum Beispiel können wir in unserer Kommunikation großzügig sein oder wir können gierig sein oder geizig. Zum Beispiel, wie ist es mit Lob, um eine Sache rauszugreifen? Sind wir mit unserem Lob geizig oder großzügig? Ja, wie oft lobe ich, wenn irgendjemand etwas Positives tut oder sagt? Einfach ja, Anerkennung zu zeigen, wie oft mache ich das? Bin ich da eher geizig oder bin ich da eher großzügig? Ich kenne das so, dass ich manchmal denke, ich sehe was, was wirklich gut ist, und dann denke ich, ach, das sage ich. Und dann kommt so eine kritische Stimme und sagt, ja, aber so ganz perfekt war es ja noch nicht. Und letzte Woche, da hat sie ja, aber, so diese internen Dialoge, wo eigentlich ein spontaner Impuls zum Geben war, zum Sagen, oh, das hast du toll gemacht. Und dann kommt so diese kritische Stimme. Ja, einmal weiß ich, hat mir hier den Schreinraum, war ganz umgestaltet worden. Wir hatten ein Fest hier und er war wirklich wunderschön. Der ganze Schreinraum war wunderschön gemacht. Also auch so, dass der Inhalt von dem Fest wirklich in der Ästhetik zum Ausdruck kam. Und mein Gedanke war, das Tuch da hinten ist nicht gebügelt. Und ich dachte, das sagt sehr viel so über meine Fähigkeit zu loben. Also es ist schon ein paar Jahre her und ich bin besser geworden. Aber ja, so dieser Geiz, da hat man den Impuls, da was Positives zu sagen, dann kommt dieser Geizkragen. Und ja, aber eigentlich so ganz so positiv war es ja dann doch wieder nicht, dass es sich wirklich lohnt zu loben. Vielleicht bin ich nicht die Einzige. Also wie gut müssen Menschen sein, damit sie unser Lob verdienen? Ja, und auch auf andere Weisen kann man in Kommunikation entweder großzügig sein oder nicht großzügig sein. Also auch zum Beispiel mit Zuhören. Bin ich in der Lage, wirklich zuzuhören? Ja, das Zuhören, könnte man sagen, ist, dass man dem anderen Raum gibt. Man gibt ihm einfach Raum, sich auszudrücken in aller Ruhe. Oder kennen vielleicht andere auch noch diese Haltung, dass man so ungeduldig wartet, bis er mit seinem Satz fertig ist, weil man will, sobald er eine Pause macht, so sein Argument reinbringen. Ja, das kenne ich auch ganz gut. Ja, dann gibt man dem anderen eigentlich keinen Raum, sondern man ist vollkommen darauf fixiert, was will ich jetzt aus dieser Situation gewinnen, was will ich jetzt sagen. Ja, gar nicht so, kann ich zuhören, was dieser andere Mensch überhaupt sagen will. Also gibt man einem anderen Raum oder versucht man nur ständig seinen eigenen Raum zu verteidigen und zu wahren? Und dann eine ganz andere Bereich ist einfach ganz gewöhnliche alltägliche Hilfsbereitschaft. Ich denke, wir alle sind wahrscheinlich hilfsbereit. Ich denke, jeder Mensch ist ab und zu hilfsbereit, mal manche mehr, manche weniger. Aber auch da gibt es so viele Situationen, wo man einen Impuls merkt, da könnte ich helfen und man weiß nicht so recht, will ich oder will ich nicht. Ja, und das sind manchmal so ganz kleine Dinge. Ja, so zum Beispiel, wenn man durch eine Tür durchgeht und man überlegt, soll ich die jetzt aufhalten für die Person hinter mir? Die kommt nicht so direkt hinter mir. Es wäre nicht unverschämt, wenn ich loslasse. Ja, sie sind schon ein paar Schritte hinter mir. Aber ich müsste mindestens 3 Sekunden warten, bis die kommen. Soll ich jetzt noch die Tür offen halten oder soll ich weitergehen? Ja, ich denke, das erlebt jeder, diese Momente, wo man merkt, da könnte ich ein bisschen was tun für jemand anders, aber eigentlich will ich gar nicht. Und da einfach sich zu trainieren, einfach diesem positiven Impuls mehr zu gehorchen als dem trägen Impuls. Ja, oder überall, wo Menschen zusammenleben, Singles haben da keine Chance, aber wo Menschen zusammenleben oder Räume teilen, vielleicht auch im Arbeitsplatz, volle Mülleimer. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die einen vollen Mülleimer sehen und sofort sagen, ah, den bringe ich raus. Ich vermute, ich meine, ich weiß es ja nicht, aber ich vermute, dass die meisten Menschen so funktionieren wie ich, die dann erstmal denken, mal gucken, ob die anderen es tun. Passt ja noch ein bisschen was rein. Und wenn er überquält, wird schon irgendjemand sich erbarmen, den Müll rausbringen. Also ich hasse es, Müll rauszubringen, muss ich dazu sagen. Ja, aber so diese kleinen Gelegenheiten, wo man merkt, man zaudert. Man könnte und man zaudert. Und da kann man sich einfach zur Übung machen, sobald man dieses Zaudern merkt, einfach tu's einfach. Denk nicht nach, tu's einfach. Meistens sind es auch so kleine Sachen, die dauern ja auch nicht lang. Aber es ist eine Übung und die hat eine Wirkung, wenn man die regelmäßig macht. Es ist wirklich eine Übung im Loslassen, dieses
kleinen Egos. Und ich denke, ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, es ist wichtig dann, wenn man diese Kleinlichkeit im eigenen Geist bemerkt, ja, dass ich sogar noch zu faul bin, den Müll rauszubringen und dass ich hoffe, jemand anders macht das. Wenn man das in sich bemerkt, dann kann man so ein Gefühl haben, boah, ich bin wirklich so egoistisch. Und dass man das einfach erstmal hinnimmt, wie es ist und einfach auch da mit Großzügigkeit und Freundlichkeit auf Antwort, ja, so bin ich erstmal und ich kann mich verändern. Es ist mehr so ein Symptom meiner geistigen Enge, es ist nicht Boshaftigkeit oder so. Das ist einfach ein Ausdruck dieser Fessel von Eigeninteresse. Eine Situation, ich weiß nicht, ob ich sie nennen soll, weil sie ist bestimmt nicht so relevant, aber ich fand sie einfach spannend, weil ich merke, da fällt mir Geben besonders schwer. Und das ist im Straßenverkehr, wenn ich am Steuer sitze. Und ich weiß nicht, wie viele Leute hier Autofahrer sind, aber ich habe die private Theorie, dass man am Steuer die niedersten Instinkte erlebt. Am Steuer kommen die primitivsten Überlebensinstinkte zum Tragen. Ich finde das ganz bemerkenswert, was für Geistesverfassung ich in mir entdecke, so am Steuer. Ich bin sonst, meine ich, ziemlich zivilisierter, freundlicher Mensch. Und was für eine Rechthaberei und was für ein Konkurrenzgehabe am Steuer passieren kann. Und da ihr alle, dass ihr alle lachen, denke ich, wahrscheinlich erkennt sich da der ein oder andere wieder. Ja, also da ist man irgendwie an einer Ampel im Stau, zwei Reihen, und da will sich doch einer von rechts reindrängeln und ich lasse den aber nicht rein und ich gebe Gas und die Lücke wird immer kleiner und ich weiß nicht, wie viele Unfälle dadurch entstehen, durch nur dieses Recht haben wollen. Obwohl ich ja auch versuche, mich reinzudrängeln und vorzudrängeln, wenn es irgendwie geht. Ja, also da merke ich, einfach zu merken, okay, der hat mir die Vorfahrt vielleicht genommen und der hat mich da irgendwie, der hat sich da reingedrängelt. Naja, was soll er? Ist kein Problem. Es macht für mich 2 Sekunden Unterschied, ob ich jetzt früher oder später komme. Ich denke sogar, dass es möglich ist, auf einer rein geistigen Ebene Großzügigkeit zu üben. Also ich denke, es ist ganz wichtig, es auch praktisch zu tun. Ja, wirklich praktisch mit den Händen. Aber ich denke, auch auf einer geistigen, rein geistigen Ebene kann man Großzügigkeit üben. Und ein Bereich, an den ich da dachte, war die Fähigkeit zu vergeben, wenn man verletzt worden ist. Ja, wenn man wirklich verletzt worden ist und einen Groll gegen jemanden hegt, kann das ziemlich schwierig sein zu vergeben. Und man könnte sagen, Vergeben ist etwas, was man einem anderen schenkt. Das ist nicht was, was ein anderer sich verdienen muss. Es ist viel leichter, jemanden zu vergeben, meine eigene Erfahrung, wenn man weiß, es, was auch immer diese Person getan hat, tut ihr wirklich leid. Und sie hat sich vielleicht sogar entschuldigt und ich weiß, es tut ihr wirklich leid. Aber das ist oft nicht so. Menschen können einen verletzen und es tut ihnen nicht leid. Die haben es noch nicht mal gemerkt, dass sie einen verletzt haben. Und dann zu vergeben ist wirklich ein Geschenk, nicht wahr? Man schenkt das Vergeben. Es ist kein Tausch, du entschuldigst dich und dann verzeih ich dir, sondern es ist wirklich eine Großzügigkeit des Herzens. Und das fällt manchmal sehr, sehr schwer, je nachdem, wie tief die Wunde war. Und es ist interessant, so diese Beobachtung, nicht wahr? Dass man eigentlich es viel leichter findet, wenn die andere Person ja zum Ausdruck bringt, dass es ihr leid tut. Und dass es sehr schwer ist, zu vergeben, wenn die andere Person das nicht tut. Aber trotzdem wichtig und möglich. Ich denke, das sind genügend Beispiele, wie man geben kann im Alltag. Man könnte das jetzt ad infinitum weiterführen. Das wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig. Ich denke, was klar geworden sein dürfte, ist, dass Dana oder Großzügigkeit eine Haltung ist, die man ständig, Tag für Tag, von Stunde zu Stunde, von Moment zu Moment, wenn man möchte, tatsächlich kultivieren kann, üben kann, praktisch üben kann. Und in dieser Übung befinden wir uns in einem Spannungsfeld, im Spannungsfeld zwischen der natürlichen Neigung zu nehmen, so zu gucken, was will ich haben, was brauche ich, und dem Versuch, immer wieder diese Mauern aufzuweichen. Das ist eine natürliche Spannung, der wir ständig ausgesetzt sind, wenn wir das machen. Aber abgesehen von dieser Spannung gibt es noch zusätzliche verkomplizierende Faktoren, die das Geben schwierig machen können. Und darüber will ich ein bisschen was sagen zum Schluss. Und der erste verkomplizierende Faktor, der im Weg stehen kann, wenn man geben möchte, ist Angst. Das ist was, was viele Menschen empfinden, wenn man so einen Vortrag hält zum Thema Großzügigkeit, ist die Angst, ausgenutzt zu werden, die Angst, dass Großzügigkeit Schwäche sein könnte, die Angst, ausgebeutet zu sein, dass man am Ende mit leeren Händen da steht. Ja, wenn ich grenzenlos großzügig bin, dann werde ich am Ende mit nichts dastehen, ausgeplündert. Und diese Angst ist ein ganz interessantes Phänomen. Weil wenn man ganz genau hinschaut und untersucht, was hinter dieser Angst steckt, dann könnte man sagen, man betrachtet sich selbst und die Welt als eine Art von Fässern, also Holzfässer. Ich habe ein kleines Fass, je nachdem, wie ich mich wahrnehme, so klein oder mittelgroß.
Und die Welt ist ein ganz großes Fass, vielleicht sogar ein bodenloses Fass. Und ich versuche aus diesem beschränkten Fass so rauszuschöpfen. Ja, ich hole aus dem Fass was raus und tue es ins andere Fass rein. Und wenn ich nicht sehr aufpasse, dann ist das mein Fass irgendwann leer. Und das ist das Bild, das Modell, was man da hat. Da ist so eine begrenzte Ressource. Und wenn ich nicht sehr aufpasse, dann bin ich bald, ja, ist mein kleines Fass leer. Die Welt ist zu groß, da passt zu viel rein. Ich kann das nicht, meine Ressourcen sind begrenzt. Und ich denke, solange man sich selbst als fest, als was Festes betrachtet, als was, was abgegrenzt ist, abgetrennt von der Welt, kann man gar nicht umhin, dieses Modell zu benutzen. Ja, dann wird man immer irgendwie so ein bisschen dieses Bild haben. Diese Angst ist ein Ausdruck von unserem Gefühl, abgetrennt zu sein. Wenn ich denke, ich bin ein separates Fass, dann muss ich Angst haben, dass ich da nicht vorsichtig mit umgehe. Also diese Angst ist automatisch irgendwie da, wenn ich denke, ich bin abgetrennt, fest abgetrennt von der Welt. Ich denke, wenn diese Angst nicht allzu groß ist, so wie das bei den meisten Menschen der Fall ist, dann kann man sie vielleicht einfach zur Seite schieben und einfach trotzdem geben. Man merkt, ich habe ein bisschen Angst, dass ich vielleicht ausgenutzt werde oder dass ich zu viel gebe, aber ich mache es einfach trotzdem. Was man auch machen kann, ist sich einfach Leute anschauen, die großzügig sind. Sehen die ausgelaugt aus und arm und ausgebeutet oder sehen die eher kraftvoll und stark aus? Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die wirklich von ganzem Herzen geben können, meistens eine Ausstrahlung von großer Selbstbewusstheit und von Reichtum haben. Also das ist meine persönliche Erfahrung mit Menschen, die ich als sehr großzügig einstufen würde. Die sehen für mich nicht ausgelaugt aus oder ausgebeutet. Die sehen für mich sehr reich aus. Was man auch machen kann, wenn man diese Angst empfindet, ist, sich einfach klar zu machen, dass wir keine Fässer sind. Ja, wir sind keine Fässer mit klaren, begrenzten Ressourcen. Hier passt 10 Liter rein. Großzügigkeit ist nicht, dass man versucht, aus dem einen Fass in das andere Fass was rüberzuschaufen, sondern echte Großzügigkeit ist ein Einreißen dieser Mauern, die uns trennen von anderen. Und was dann passiert, ist was Zweiseitiges. Da gebe ich und ich bekomme. Das ist ein vollkommen offener Fluss von Geben und Nehmen. Das ist nichts, bei dem ich verarmen werde. Ein freier Fluss von Energie. Also echte Großzügigkeit ist nie einseitig, ist einfach ein Öffnen, ein sich Öffnen für einen anderen Menschen. Und man erhält dabei meistens genauso viel, wie man gibt. Ja, man kann sich einfach klar machen, wenn man mit dieser Angst zu tun hat, dass unser Geist wie der blaue Himmel ist und das, was wir für ein Fass halten, ist nur so eine Mauer, die wir in den blauen Himmel reingebaut haben. Und wenn man die Mauer wegmacht, dann wird nicht der blaue Himmel in den Rest von dem blauen Himmel aufgesaugt werden, sondern ist einfach nur blauer Himmel und die Luft fließt frei. Und wenn man diese Angst hat, kann man einfach ganz vorsichtig anfangen mit dieser Übung. Man kann einfach ein bisschen geben und gucken, was dabei rauskommt. Einfach gucken, wie fühle ich mich danach, wenn ich gegeben habe. Fühle ich mich jetzt verarmt? Fühle ich mich ausgebrannt? Oder fühle ich mich vielleicht bereichert dadurch, dass ich einfach ein bisschen offener sein konnte? Und ich denke, es ist einfacher, diese Übung zu machen, wenn man in einer Umgebung ist, die so eine Übung unterstützt. Also ich denke zum Beispiel an eine Umgebung wie so eine spirituelle Gemeinschaft um dieses Zentrum, aber ich denke, dass es nicht ausschließt. Es gibt viele andere Gemeinschaften, die auch positive, tragende Gruppen sind. Ich denke, wenn man in einer Umgebung lebt, die selbst großzügig ist, wo Menschen Großzügigkeit praktizieren, dann fällt es einem einfach auch leichter, weil man weiß, es wird nicht ausgenutzt werden. Ich denke, man sollte es nicht davon abhängig machen, dass man nur in solchen idealen Bedingungen das tun kann, aber es ist leichter. Und ich denke, es gibt manche Fälle, und ich habe das sicherlich erlebt, in denen diese Angst aber so überwältigend stark wird, dass man die nicht einfach zur Seite schieben kann und dass diese Reflexionen vielleicht erstmal nichts nutzen. Und sehr oft ist bei solchen Menschen der Ausgangspunkt dieses Gefühl, ich habe nicht, was ich brauche. Ich habe nicht, was ich brauche. Ich selbst krieg nicht genug zum Leben. Also ein Gefühl ganz großer Armut und ganz großer Bedürftigkeit. Ein Gefühl akuten Mangels. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben in sich oder in anderen Menschen. Und wenn jemand in so einer Situation ist, dann kann schon der Gedanke an Großzügigkeit Panik auslösen. Also man macht zu, das ist, was ich gesehen habe. Man macht einfach zu, weil man Angst hat. Ich habe selbst nicht genug zum Leben, ich kann nichts geben, ich mache zu. Und was dann passiert, ist ein Teufelskreis. Weil je mehr man sich abgrenzt, desto weniger tatsächlich erfährt man auch an Nährendem in Kontakt mit anderen Menschen. Ja, wenn ich nicht geben kann, dann erfahre ich auch nicht die Erfüllung, die Geben verleiht. Und auch das Selbstvertrauen. Ich kann geben. Ich bin jemand, der sich nützlich machen kann. Oder der, ja, was zu geben hat. Und man verarmt immer mehr in dieser Isolation. Es ist wirklich ein Teufelskreis, den ich gesehen habe.
so eine Art Armutsmentalität. Das Gefühl, ich bin arm. Und ich bin so arm, dass ich aufpassen muss, nichts zu geben. Und dadurch verarme ich immer mehr. Nagarjuna, das ist ein berühmter alter Meister, sagt, Armut schafft man, indem man nicht gibt. Das ist ganz interessant, nicht wahr? Armut wird erzeugt, indem man nicht gibt. Ich denke, das ist das, was er damit meint. Ja, nicht zu geben, schafft diese Grenze. Und dann wird man wirklich zu einem Fass, das begrenzt ist. Also Angst vor Armut schafft Armut. Es gibt in der buddhistischen Tradition ein Bild, so eine, in der Ikonografie ein Bild, oder man könnte sagen mythologische Figuren, die nennt man die hungrigen Geister. Das sind Wesen, die werden manchmal auch gezeichnet. Man sieht ja auch in diesem Lebensrad, was ich vorhin erwähnt habe. Das sind Wesen, die werden dargestellt als ständig hungrig, sind am Leiden. Und sie haben winzig kleine Münder, wie ein Nadelöhr, da passt nichts rein. Deswegen kann ihr Hunger nicht gestillt werden. Und sie haben entsetzlich große Hungerbäuche. Und das ist diese, sozusagen in bildlicher Form, dieser Zustand des ständig hungrig sein, was haben wollen, aber sich so abgeschottet zu haben von der Welt, dass man nicht kriegen kann, was man hat, was man haben möchte. Das ist eine sehr, sehr vertrackte Situation. Und ich denke, es ist sehr schwierig, da rauszukommen aus eigener Kraft. Und ich denke, meistens braucht man auch ein bisschen Hilfe von außen, wenn man sich so in diese Armutsmentalität reinverfahren hat. Das zweite Hindernis, was man erfahren kann beim Geben, außer eben dieser Angst ausgebeutet zu werden, ist das Gegenteil, könnte man sagen. Nämlich, da hat jemand keine Angst zu geben. Im Gegenteil, er gibt gerne, er gibt viel. Und er bezieht aus diesem Geben eine Art Status oder eine Art, empfindet eine Art Macht. Ja, durch das Geben, dadurch, dass ich in der Lage bin, anderen zu geben, empfinde ich ein Gefühl von Macht. In so einem Fall ist Geben nicht wirklich ein Interesse am Wohlergehen anderer oder ist nicht wirklich ein Ausdruck, wirklich ein Interesse an einer anderen Person, sondern es kommt ein bisschen von oben herab. Es ist ein Mittel, um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Und statt dieser Öffnung, die passiert, wenn man wirklich gibt, ja diese Öffnung zwischen einem selbst und einem anderen, wird hier wieder was zementiert. Da wird diese Position zementiert, ich bin hier und du bist da und ich gebe dir. Ja, das ist ganz klar definiert. Ich hier, du da und so rum geht die Bewegung. Ja, Sie kennen wahrscheinlich alle den Begriff des Helfersyndroms. Ich denke, das ist so, der kam mal so vor einigen Jahren sehr in Mode. Ich denke, das ist das, was da auch passiert, dass man hilft, weil man selbst diesen Status des Helfens braucht, um Selbstwertgefühl zu haben. Und ein Indiz, dass man geben so, man könnte fast sagen, missbraucht oder sich so hinter geben versteckt, ein Indiz dafür ist, sich zu fragen, kann ich empfangen, kann ich annehmen, wenn mir jemand etwas gibt? Oder werde ich dann sehr stolz und fühle mich gekränkt, wenn jemand mir etwas gibt? Ja, das gibt es auch. Nicht alle Leute sind in der Lage, wirklich anmutig etwas zu erhalten oder zu empfangen. Manche Menschen sind ganz komisch, wenn man ihnen etwas gibt. Auch wenn man ihnen Lob gibt. Ach, nein, das war doch nicht nötig. Ja, so dieses Nicht-Annehmen-Können ist ein Indiz dafür, dass in dem Geben irgendwas ein bisschen Krummes drin sein könnte. Und ich denke, wirklich anmutig annehmen zu können, wenn mir jemand etwas gibt, ist auch ein Geschenk. Ja, einfach zu sagen, du gibst mir etwas und ich nehme es mit Anmut und Schönheit an, ist ja eine Art von Geben auch wieder, eine Art von Schenken. Denn Geben ist immer Großzügigkeit im eigentlichen Sinne ist immer ein zweiseitiger Prozess. Ich öffne mich für einen anderen und dann kann es in beide Richtungen fließen. Wenn es nur in eine Richtung fließen kann, dann ist irgendetwas daran ein bisschen fragwürdig. Das Dritte, was mir einfiel, was eine Schwierigkeit darstellen kann, wenn jemand vielleicht anfangen möchte, Dana bewusst zu üben, sind Schuldgefühle. Schuldgefühle können was ganz, ganz Giftiges in sich tragen. Ich finde es immer wieder ziemlich erschreckend zu sehen, wie sehr viele Menschen im Westen von Schuldgefühlen geprägt sind oder auch mit Schuldgefühlen operieren bei anderen. Ja, merke ich auch bei mir. Ja, es scheint, dass in unserem Köpfen Ethik fast untrennbar mit diesem Gefühl von Schuld verbunden ist. Dieses Wörtchen sollte, ich sollte, das spukt in unseren Köpfen herum auf eine recht ungute Weise manchmal. Und wenn ich denke, ich sollte großzügiger sein, wenn ich ein guter Buddhist wäre, sollte ich großzügiger sein. Ich bin aber nicht großzügig, aber ich sollte großzügiger sein, dann fühle ich mich schuldig. Ja, das ist was passieren kann.
Ein echtes Geben entspringt dem Wunsch, sich für einen anderen zu öffnen. Also nicht der Vorstellung, dass irgendjemand das von mir erwartet oder dass ich das tun soll, sondern einfach ein aufrichtiger Wunsch zu geben. Und es mag sein, dass wir Egoisten sind. Okay, das ist dann erstmal, was wir sind. Aber wir haben eine Chance, da rauszukommen. Aber wenn wir schuldbewusste oder schuldbeladene Egoisten sind, dann sind wir keinen Schritt weitergekommen. Ja? Also ich denke, es ist besser, ein nicht schuldbewusster Egoist zu sein, als ein schuldbewusster Egoist, weil dann hat man sozusagen noch einen Knoten mehr geknüpft, der es schwer macht, einfach von offenem, freien Herzen zu geben. Es macht es einfach noch komplizierter. Und viertens, das ist die Idee von Tausch, die sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft oder in vielleicht allen Gesellschaften vorherrscht. Ja, unsere ganze Ökonomie basiert auf der Idee von Tausch. Man tauscht Arbeit für Geld und das Geld tauscht man dann für Ware oder man tauscht es für Leistung ein. Und das ist alles ein klarer Deal. Ich gebe etwas und ich bekomme etwas. Und dieses Prinzip ist ganz, ganz tief in unser Bewusstsein eingesunken. Ja, sogar menschliche Beziehungen, glaube ich, sind nicht frei davon. Ja, es gibt ja dieses schöne Wort der Heiratsmarkt. Sehr vielsagend. Also man schätzt selbst im Bereich von menschlichen Beziehungen seinen Marktwert ein. Und dann weiß man so ungefähr, was man so zu erwarten hat. Ich denke, es funktioniert wirklich so. Das klingt zynisch, aber ich glaube, es ist wirklich so. Und hier in diesem Zentrum haben wir vor etwa 8 Jahren versucht, etwas einzuführen, was klar sich wegbewegt von dieser Idee von Tausch. Und zwar haben wir etwas eingeführt, was wir die Dana-Gesellschaft nennen. Das bedeutet, dass Menschen, die hierher kommen und überhaupt ja, diese ganze Gemeinschaft hier nicht mehr auf der Basis operieren möchte von Tausch, also nicht Ware gegen Geld, sondern von Seiten des Zentrums heißt das, dass hier alles, abgesehen von einführenden Veranstaltungen, aber für regelmäßige Besucher des Zentrums, alles, was hier angeboten wird, einfach angeboten wird, aus Großzügigkeit. Also diejenigen, die hier lehren und unterrichten und dieses Zentrum betreiben, möchten das einfach so, wie sie es anbieten, ohne was dafür zurückzuhaben. Es ist einfach ein offenes Angebot, ein Geschenk. Das heißt, niemand muss dafür bezahlen, hier Buddhist sein zu dürfen. Ich sage direkt dazu, einführende Kurse sind von diesem Prinzip ausgenommen, aber nur die einführenden Kurse und Yoga. Ja, auf der anderen Seite, ja, das Zentrum bietet alles an, also die Räume, die Vorträge, die Studiengruppen, die Kurse, die wir anbieten, sind kostenlos, sind einfach angeboten, weil wir das möchten. Wir möchten diese Kurse abhalten. Und wer will, kann einfach sagen, ich möchte auch so den Menschen hier im Zentrum begegnen. Also jeder, der will, kann sagen, ich möchte auch Mitglied dieser Dana-Gesellschaft werden. Ich möchte auf der gleichen Basis operieren. Auch ich möchte einfach auf der Basis von Großzügigkeit hierher kommen. Und viele Menschen haben das gesagt und sich zu einer sogenannten eben Dana-Gesellschaft zusammengeschlossen. Und das bedeutet, dass einfach ganz viel Großzügigkeit hier herrscht. Und nicht, ja, ich muss nicht bezahlen, um hierher zu kommen. Das wäre auch irgendwie ganz absurd, für einen Dharma-Vortrag zu bezahlen. Sondern der Vortrag ist eine Gabe und wer mag, kann auch geben, aber das ist unabhängig voneinander. Manche Menschen fanden das anfangs ganz schwierig, als wir das eingeführt haben, weil davor war das einfach so wie in jeder anderen Bildungseinrichtung auch. Man kam hin und man hat seinen Beitrag bezahlt, man nahm die Ware in Empfang, den Vortrag oder was weiß ich, den Studienkurs und dann ging man wieder. Und als dann plötzlich alles gratis war, dann hatten manche Leute wirklich Schwierigkeiten. Also solange es hieß, ein Abend kostet 12 Mark, naja, da hat man das Geld irgendwie zusammengekratzt und plötzlich musste man selbst entscheiden, oh, was will ich denn jetzt in die Spendenschale tun? Oh, ich bin nicht gut bei Kasse und soll ich überhaupt was? Und ja, aber 12 Mark finde ich eigentlich viel. Und aber wie viel würde denn das Kino kosten? Das Kino. Es passieren ganz komische Dinge, dass man dann doch wieder versucht, so diese Idee des Tauschs reinbringen. Ja, wie viel ist das denn wert? Okay, die hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden gesprochen, wenn ich dafür irgendwie woanders hinginge. So viel mache ich dann in die Spendenschale. So ist es nicht gemeint, aber so ist es manchmal in unseren Köpfen drin. Ja, und manche Menschen, ich habe gehört von Menschen, die sagten, ich kann nicht mehr kommen, weil ich habe kein Geld zum Spenden. Und ich sage, um Gottes Willen, komm trotzdem. Das hat doch, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, aber es ist so in unseren Köpfen drin, dass Austausch immer eben ja auf der Basis von Tausch passiert und nicht einfach von Großzügigkeit. Ja, und es ist schwer, diesen kalkulierenden Geist loszuwerden, auch in anderen Dingen. Auch wenn ich wirklich aufrichtig großzügig bin, das ist was, das ich sehr gut kenne und das ich, wo ich wirklich mit arbeite, ist, selbst wenn ich wirklich großzügig bin, dann schleicht sich dieser kalkulierende Geist doch wieder durch die Hintertür ein. Nicht, dass ich was zurück will, das nicht unbedingt, aber ich will sehen, dass die anderen auch großzügig sind.
Ja, dann gucke ich, was habe ich alles getan? Und dann fängt man an auszurechnen, was habe ich alles im Laufe der Zeit alles getan? Und was gucken, tun die anderen? Dann, wieso spülen die immer nicht, wenn ich doch immer spüle? Ja, und ich denke, solche Gedanken, die kennen wir alle, dass man anfängt zu gucken, wie großzügig sind denn eigentlich die anderen? Ja, da kommt dann dieses Kalkulierende rein. Also es gibt viele Tücken und Fallen in dem ganzen, auf dem ganzen Weg zu echter Großzügigkeit. Ich habe zwar anfangs gesagt, dass Dana etwas ist, was uns hilft, freier zu werden, ja, was uns von Fesseln befreit, das war meine Einführung, also etwas für uns selbst ungeheuer Positives. Und das glaube ich auch wirklich von ganzem Herzen. Aber das heißt nicht, dass unsere unmittelbare Erfahrung, wenn wir geben, immer eine von Freiheit ist. Also es ist nicht immer unsere Erfahrung, wenn wir geben, dass das eben uneingeschränkter freier Energiefluss ist zwischen uns und der Welt. Das ist das Ziel, aber so ist es einfach oft in unserer unmittelbaren Erfahrung nicht. Und da muss man ganz ehrlich sein. Und manchmal, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, fällt Geben verdammt schwer. Manchmal tut Geben sogar richtig weh. Und ich dachte so, als ich darüber nachdachte, dachte ich, man kann es vergleichen mit so einem verhärteten, verkrampften Muskel. Ja, viele Leute leiden unter Nackenverspannung. Und vielleicht, wenn Sie schon mal jemanden massiert haben oder Sie massiert worden sind, dann kennen Sie so diese Muskeln, die man richtig wie so ein Steinchen unter den Fingern spürt, die so bumm wegspringen, wenn man versucht, die zu massieren. So was ganz Hartes, Verkrampftes, so ein Knötchen. Und dieses harte, feste Ego, was wir haben, diese Selbstbezogenheit ist genauso wie so ein harter, verhärteter Muskelknoten. Hart und fest in sich verkrampft und isoliert vom Rest des Gewebes. Ja, so ein Knoten. Das ist unser Ego, unsere Ich-Bezogenheit. Und die Praxis von Dana oder von Großzügigkeit ist wie so ein sanftes Massieren dieses Knotens. Ja, und jeder, der das schon mal hatte und weiß, wie sich das anfühlt, weiß, ja, man muss einigermaßen vorsichtig und sanft massieren. Ja, man kann den nicht irgendwie wegkloppen, den Knoten. Man muss einfach beharrlich und sanft drüber gehen. Mit Gewalt geht da nichts weg. Ja, wenn man Verspannung hat, die kann man nicht mit Gewalt wegmachen. Also vorsichtig und sanft. Aber auch fordernd. Ja, wenn ich nur darüber streiche, geht er auch nicht weg. Also ich muss schon auch fordern. Man muss richtig reingreifen in diesen Knoten, in diesen harten Muskel. Und man muss es mit viel Geduld machen, mit Beharrlichkeit. Ja, ist auch nicht irgendwie getan mit zweimal drücken, sondern wenn ich wirklich ordentlich verspannt bin, dann muss man da schon richtig lange massieren. Und wenn man so massiert wird, das tut auch weh. Ja, das muss man einfach anerkennen. Zu versuchen, sein Ego aufzuweichen, tut auch weh. Und das ist auch so eine seltsame Mischung, ne? Wenn man massiert wird, man hat diese verspannten Schultern. Einerseits tut es verdammt weh, unangenehm, andererseits ist es auch unglaublich wohltuend, so eine ganz komische Mischung von beiden. Und vielleicht ist es mit dem Geben ganz ähnlich. Einerseits ist es befreiend, andererseits ist es auch unbequem. Beides zugleich. Aber irgendwann sind alle Verspannungen wirklich aufgelöst, ja, wenn man lange genug massiert. Und das ist dann eine ungeheure Wohltat, wenn die Schultern wieder ganz frei sind, nach einer guten Massage, alle Knötchen aufgelöst. Das ist eine ungeheure Wohltat und ein befreites Gefühl. Und das kann man übertragen auf die Praxis des Gebens. Und ich komme jetzt zum Ende. Man könnte sagen, auch im Geben gibt es einen Punkt, wo die Mauern wirklich durchbrochen worden sind. Ja, diesen Punkt gibt es und das ist vielleicht noch eine Weile dahin. Aber es gibt einen Punkt, wo tatsächlich alle diese Knoten, diese Ego-Knoten aufgelöst sind. Und wenn bis dahin Dana noch eine bewusste, willentliche Bemühung war, dann hört das an diesem Punkt auf. In diesem Punkt brechen diese Mauern zwischen Ich und der Welt durch und wir schütteln alle unsere Fesseln ab. Das heißt, in diesem Punkt, wo diese Mauern aufbrechen, können wir eigentlich aufhören, uns zu bemühen. Es ist so, als wäre Geben dann zu einer natürlichen Haltung der Welt gegenüber geworden. Wir brauchen uns nicht mehr willentlich zu bemühen. Man fühlt sich dann mit allen Lebensformen verbunden. Wir kennen dann nicht nur intellektuell, dass alle Dinge einander durchdringen, sondern wir erleben das wirklich so, im Miteinander mit anderen. Wir erleben es tatsächlich so, dass da keine Trennung mehr ist zwischen uns und anderen. Und wenn wir dann geben, dann tun wir es wirklich mit einer leeren Hand. Ja, und das war ja der Titel des Vortrags, leere Hand. Das heißt, unser Geben wird leer sein, einerseits von jeder Vorstellung von ich gebe, und leer sein von der Vorstellung, ich gebe dir, dieser Person, und leer sein von der Vorstellung, dass es da eine Gabe gibt oder ein Akt des Gebens. Was übrig bleibt, ist nur noch frei fließende Energie, ohne die Vorstellung von ich oder du oder geben.
Ein freier Fluss von Energie, der zwischen Geben und Nehmen, Ich und Du überhaupt nicht mehr unterscheidet. Und im Buddhismus nennt man diesen Punkt, das ist einer der Begriffe dafür, das Erwachen des Bodhicitta, das Erwachen des Erleuchtungsgeistes. Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Verse vorlesen, die Shantideva verfasst hat. Shantideva ist ein alter buddhistischer Meister, der dieses Erwachen des Bodhicittas besungen hat. Und er beschreibt dieses überwältigende Glücksgefühl, was freigesetzt wird, wenn dieses Bodhicitta erwacht. Das heißt, wenn diese Mauern zwischen einem selbst und der Welt brechen. Nun trägt meine Geburt Frucht, trägt meine menschliche Existenz Frucht. Nun bin ich in die Familie der Buddhas geboren. Nun bin ich ein Buddha-Sohn. Durch das Gute, das ich durch solches Tun erlangt habe, möge ich fähig sein, alle Leiden aller Wesen zu stillen. Möge ich den Schutzlosen ein Beschützer sein, ein Führer den Reisenden, denen, die zum anderen Ufer wollen, ein Boot, ein Damm, eine Brücke, eine Lampe für die, die eine Lampe brauchen, ein Bett für die, die ein Bett brauchen, ein Diener für alle Lebewesen, die einen Diener brauchen. Möge ich den Lebewesen ein Wunschjuwel sein, ein Glückskrug, eine Zauberformel, ein Wunderheilkraut und ein Wunschbaum. Wie die Erde und alle Elemente in vielfacher Weise den unermesslich vielen Wesen von Nutzen sind, die den endlosen Äther bevölkern, so möge auch ich in vielfacher Weise allen Wesen nützen, die der Äther birgt, solange noch nicht alle in Frieden sind.